Moin Leute, willkommen zurück bei Comic Inn. Wir haben schon wieder eine Shoppingtour gehabt, beziehungsweise ich. Und ich habe wieder einige Erfolge zu verbuchen. Wollte ich mir eigentlich schon länger kaufen. Und zwar, ich halte euch hier gar nicht lang von meinen neuen Sachen fern. Booster Gold. 100% DC Ausgabe 16. Die Fortsetzung der Booster Story aus 52. 52 habe ich mir, oder 52, nicht New 52, sondern die Sonderbandreihe noch aus dem alten DCU. Habe ich mir letztens im Comic Room Hamburg komplett gekauft, neuwertig, sehr geil. Und auf diesen guten Mann hier bin ich gestoßen. Ich glaube, es war beim guten Flo bei Comics. In seinem Comic-Sammlung-Präsentationsvideo, so nenne ich es mal, in seiner Reihe. und er hat geschwärmt, wenn ich mich richtig erinnere. Und als ich dann gelesen habe, Autor Geoff Johns, konnte ich da natürlich nicht Nein sagen. Besonders, weil ich diese 100% DC-Hefte einfach mega cool finde. Was lässt sich dazu sagen, was ich bisher weiß über dieses Heft? Tatsächlich weiß ich nicht mehr, was der gute Comics dazu gesagt hat. Ich habe mir jetzt nur den Klapptext hier durchgelesen. Und zwar reist Booster Gold quasi zu den essentiellen Vorkommnissen im DC Universe der letzten Jahrzehnte. Was vielleicht auch dadurch verdeutlicht wird, dass man auf der Rückseite den Joker hat und Batgirl innerhalb einer Kamera mit Booster Gold. Sollte wahrscheinlich so viel heißen, wie Booster Gold versucht zu verhindern, dass Barbara Gordon angeschossen bzw. durchgeschossen wird und dadurch zu Oracle wird. Ich bin sowas von gespannt. Ich hol's mal raus für euch. Ich liebe dieses Format 100% DC. Das glaubt ihr gar nicht. Das sieht klasse aus. Es sieht einfach klasse aus. Cool. Was haben wir davor noch drauf? Ja, hier sieht man so Spielkarten-Look. Oh, Flash, Batman, Robin, Superman, Guy Gardner, ganz cool. Ja, diese Raupe sagt mir auch was, die habe ich kennengelernt in Joker, wer zuletzt lacht. Das ist Joker Monster Edition Nummer 1. In Belle Reve saß diese Made ein. Frag mich gerade nicht, wie sie heißt. Hatte auf jeden Fall eine Rolle von großer Wichtigkeit innerhalb dieser Monster Edition. Ihr wisst es sicherlich, haut es mir in die Kommentare. Dementsprechend habe ich dazu genommen Booster Gold 100% DC Nummer 19, der zweite Teil. Mit Blue Beetle. Titel ist Blau und Gold. Von dem freundschaftlichen, sehr, sehr engen Verhältnis von Booster Gold und Blue Beetle weiß man ja, ich bin sehr gespannt, besonders weil hier auch damit geworben wird, dass es zwei Event-Ausgaben gibt. 1 Million und Zero Hour, natürlich genau mein Ding, die 90 Events. Freue ich mich sehr drauf, auch wenn diese Events halt hier in der Zeit 2008 angesiedelt sind. Also man nimmt da, klar, Booster Gold typisch, einen Rückgriff in vergangene Zeiten auf, um ihn in diese Events reinzuversetzen. Finde ich super spannend und ja, wie gesagt, das Format ist der Knaller. Hier hat man so einen O-Mag noch hinten drauf, alles cool. Mr. Miracle, den feiere ich ja auch immer. Gefangene des Zeitsturms. Na klar, wenn Booster Gold dabei ist, dreht sich alles um die Zeit. Was ich bisher von Booster Gold kenne, sind halt auch so hauptsächlich Eventsachen. Im Blackest Night, da hat er ja in der deutschen Veröffentlichung, glaube ich, die zweite Hälfte des Comics bekommen. Also erste Hälfte war das Blackest Night Issue und die zweite war dann, glaube ich, teilweise Booster Gold. Fand ich alles ganz cool, auch wenn ich damals mit so ich nenne jetzt mal einen Nebencharakter, noch nicht so viel anfangen konnte, aber damals fand ich es schon ganz unterhaltsam. So, weg vom Booster Gold hin zu dem dunklen Ritter. Und da habe ich auch was ganz Schönes gefunden. Ach ja, woher habe ich die Teile? Ihr dürft einmal raten, dürft ihr. Comic Culture Braunschweig. Genauso wie Batman, und jetzt versuche ich es mal nicht eklig auszusprechen, Kakophonie. Beziehungsweise im Englischen Cacophony, denke ich mal, dass es so ausgesprochen wird. Es handelt sich hierbei um DC Premium, jetzt sieht man es ein bisschen schlecht durch die Hülle, 65. Das ist ein Dreiteiler, auch so um 2010 rum.
Und warum ich es mitgenommen habe, hoppla, scheiße, jetzt ist mein Kleber kaputt gegangen. Mano, muss ich nochmal kleben. Warum ich es mitgenommen habe, das hatte zwei bestimmte Gründe. Und es ist nicht dieser super coole Joker hier hinten drauf. Nee, von Joker, da habe ich fast genug, muss ich sagen. Klar, nimmt man immer wieder gerne mit, aber ist jetzt nicht dringend notwendig oder ein Kaufgrund. Deadshot, klar. Deadshot, einer meiner Lieblingscharaktere. Ich liebe Floyd Lawton und ich finde ihn mega cool. Ich muss auch sagen, ich habe erst stark gegen Will Smith geschossen. Er hat seinen Job sehr gut gemacht. Zugegeben, er hat ihn sehr, sehr gut gemacht. Es hat mir sehr gefallen, wie er Deadshot verkörpert hat. Die Beziehung zu seiner Tochter. Ich schweife schon wieder ab, aber es war sehr gut von ihm. Der zweite Grund. Ich glaube, da zeige ich lieber mal die letzte Seite. Sieht man's? Jawohl. Mr. Victor Zsasz. Victor Zsasz ist für mich ein Psychopath besonderen Ausmaßes, den ich sehr liebe, auch wenn er leider meist nur kleine Auftritte hat. Aber wenn er auftritt, zum Beispiel auch in den Videospieladaptionen, super cool. Super, super cool. Also, Batman, Kakophonie, ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht oder was es überhaupt bedeutet, ich weiß es nicht. Ich habe relativ hohe Erwartungen an dieses Heftlein innerhalb der Präsentation der relativ unrelevanten Schurken von Batman. Wie der Joker eingebunden wird, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Wir bleiben in alten Batman-Veröffentlichungen und ich hatte Glück und Pech zugleich. Ich habe eine eBay-Auktion, ich habe geboten, habe verpennt, die zu verfolgen. Ja, Dummheit wird bestraft, aber 3 von 4 Heften habe ich bekommen. Wir haben Batman Nummer 16, das ist die Auferstehung des Ra's al Ghul 1. Hier ist ein Batman Annual 26 drin und Batman 670. Batman, die Auferstehung von Ra's al Ghul Teil 2, Nummer 17 der Panini-Serie ab 2007. Heißt, wir befinden uns hier im Juni 2008. Hier drin ist enthalten Robin 168, Nightwing 138, ich glaube 138 und Detective Comics irgendwo ganz oben. Die haben ja fast die 1000 damals voll gemacht und dementsprechend müsste es eine 800er Nummer sein. Und dann noch den dritten, 3 von 4, ja, den letzten habe ich nicht bekommen, Mann. Nummer 18, die Auferstehung von Ra's al Ghul, Batman. Hier drin hat man dann die Fortsetzung von Robin, von Nightwing, wie eben erwähnt. Und dann hat man hier noch drin Batman 671. Diese Story wurde auch meines Wissens nach nicht in einem Paperback geprintet. Aber ich hätte sie mir auch so gekauft. Daher würde das für mich keinen großen Unterschied machen. Aber ich wollte es nur sagen, weil es gibt ja innerhalb der Batman-Sonderbandreihe. Wartet kurz, ich sitze ja gleich an der Quelle. Da gibt es hier einmal Tod der Mädchen, ist eine Storyline mit Ra's al Ghul. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen umorganisieren. Und dann haben wir noch so Ra's al Ghul. Aber das ist jetzt fast schon Sammlungsvideo. Ich wollte nur damit sagen, dass diese Hefte nicht innerhalb der Sonderbände abgedruckt wurden. Allerdings, die sind jetzt nicht neu, die habe ich schon länger. Dann ein Kauf, der mich ein bisschen ärgert. Der mich ein bisschen ärgert aufgrund der Verarbeitung von Panini. Das Einschweißen, klar, man hat das Mini-Comic im Comic. Die US-getreue Veröffentlichungsart. Aber ja, dadurch ist hier leider wirklich, soweit ich weiß, auf jedem Druck von Batman Dark Knight 3.3 dieser Knick hier oben, man sieht ihn wahrscheinlich nicht, ne? Ich versuche mal ein bisschen mit der Sonne zu spielen. Da sieht man es ein bisschen, da sieht man es ein bisschen, ne? Des Weiteren ist hier auch noch einer, aber das könnte auch ich gewesen sein, aus Versehen. Jo, so. Das war's schon an Comics. Ja, Wahnsinn, ne? Aber das war's noch nicht insgesamt, denn ich habe noch Funko Pops. Ich habe Gehalt bekommen und war erstmal ein bisschen shoppen. Welchen wollt ihr zuerst sehen? Ja, ich weiß, ihr seht sie nicht. Ich fange an mit, klar, zurzeit Suicide Squad. Erzähle ich auch immer viel von. Habe ich zumindest so das Gefühl. Oh, jetzt zieht sich draußen die Wolkendecke zu. Wir haben, beziehungsweise ich habe mir geholt, Harley Quinn. Harley Quinn habe ich erst gedacht, holst du dir nicht.
Ich habe zwei Harley Quinns als Funko. Einmal die pinke, falls jemand die kennt, die ein bisschen oldschool gehalten ist, ein bisschen klassisch. Und dann habe ich noch die aus Arkham Knight, genau. Die Arkham Knight ist auch genauso dünn wie die hier unten von den Beinen her und die klassische ist ein bisschen breiter. Das ist aber eine schöne Figur, es ist mit die schönste meiner Sammlung. Allerdings dachte ich jetzt, ich habe fast alle Suicide Squad Figuren, also zumindest einmal, weil ja, ich brauche jetzt nicht hier alle. Ich will jeden einmal, der zum Squad gehört und da brauche ich jetzt nicht Harley mit Zwangsjacke. Die reicht mir vollkommen. Das ist die Suicide Squad Harley, so wie ich sie mag, so wie ich sie schätze. Die ist hübsch, die ist cool, die Figur. Und zur Komplettierung meines Squads musste die natürlich sein. Ebenfalls rausgekommen, relativ neu vom Squad, Kitana. Und Kitana ist eine super coole Figur. Ich habe jetzt im Film nicht darauf geachtet, ob sie diese Narben im Gesicht hat. Ich bin der Meinung, nein. Es sind wahrscheinlich Schwerthiebnarben, aber ich finde es ganz cool bei der Figur. Kitana war für mich im Film ein wenig über, aber ich will jetzt hier auch nicht zu so viel wegspoilern. Sie hat klar ihre Berechtigung, allein wegen des Endes, aber ja. An der Figur kam ich nicht vorbei. So, jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die Veröffentlichung von Rick Flag und Captain Boomerang. Dementsprechend müsste dann auch Enchantress bald kommen. Wir haben nochmal einen Blick riskiert. Ja, die Figur ist klasse. Die ist der Hammer. So, und dann habe ich mal wirklich ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen für einen Funko Pop. Okay, so tief war es jetzt auch nicht, aber ich fand es doch schon grenzwertig. 25 Euro für einen Funko Pop. Bei dem konnte ich nicht nein sagen. Das hier ist Deadpool und Deadpool Summer Convention Exclusive. Der weiße Deadpool. Finde ich super cool. Ich habe ihn genauso noch in Blau, aber in Weiß ist der so klasse, Leute. Schaut ihn an. Wenn der nicht cool ist, ich weiß auch nicht. Gleichzeitig stand daneben noch so ein Exclusive-Ding. Das ist ein Cowboy-Deadpool gewesen. Allerdings war da die Verpackung ein bisschen angeditscht überall und ihr wisst, ich bin ein Zustandsfetischist und 25 Euro für eine kaputte Box. Ich meine, ich pack's ja eh nicht aus. Ich finde die einfach so im Karton richtig geil, dass man sich sie hinstellen kann und das sieht geil aus, wisst ihr? Kann jetzt nochmal hinten drauf schauen, was es noch so gibt. Davon fehlt mir jetzt nur noch den zwei Schwerter-Kollegen. Den habe ich, glaube ich, auch in anderer Form. Nee, habe ich nicht. Es war gelogen. Dann fehlt mir noch der Cowboy, der mit den Schwertern. Und der mit dem Gummihuhn. Der mit dem Gummihuhn, das müsste der da unten sein, ne? The Rubber Chicken. Nun gut. Das soll es gewesen sein. 15 Minuten Comic-Shopping-Tour. So viel hatte ich gar nicht. Hab's jetzt ein bisschen in die Länge gezogen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Wir sehen uns das nächste Mal bei Comic-In. Bleibt dran.